Niederbayern 100.de. Die 100 Sekunden Videonachrichten mit allem Wichtigen aus Niederbayern und der Region. Täglich aktuell ab 12 Uhr mittags. Immer wissen, was los ist. Präsentiert von Sanitätshaus Göldner in Eggenfelden, Pfarrkirchen, Simbach am Inn und Arnsdorf. Wir tun was für Ihre Gesundheit. Herzlich willkommen bei Radio Trausnetz Niederbayern in 100 Sekunden. Bei Eigelsbach nahe Mainburg ist ein Waldarbeiter schwer verunglückt. Der 32-Jährige hatte mit einem Kollegen eine 30 Meter hohe Tanne gefällt. Durch einen Windstoß änderte der Baum seine Fallrichtung. Der 32-Jährige wurde von dem Baum getroffen und schwer verletzt. Sein Kollege blieb unverletzt. Der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses im Bayerischen Landtag, Erwin Huber, sieht den ländlichen Raum als Gewinner der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung. Besonders in einer Region zwischen den Ballungsräumen Regensburg, Landshut, München und Ingolstadt würden sich sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten bieten, sagte der niederbayerische CSU-Politiker. Man müsse dies nur beharrlich angehen. Das Lohnniveau der Bewohner liege auf dem einer Großstadt. Die Lebenshaltungskosten dagegen seien auf Höhe der ländlichen Region. Ein dynamischer Mittelstand und eine starke Landwirtschaft leisten laut Huber zusätzliche Beiträge für die Wertschöpfung in der Region. Mainburgs Bürgermeister Reiser widerspricht Befürchtungen der ÖDP in Sachen Mittelschule. Es treffe nicht zu, dass die neue Realschule irgendetwas mit der befürchteten Raumnot an der benachbarten Mittelschule zu tun habe. Durch eine verbesserte Organisation und eine Änderung der Raumaufteilung würden zusätzlich ausreichend Klassenzimmer vorhanden sein, sagte Reiser. Der ÖDP warf Reiser Wahlkampf zulasten der Mittelschule vor. Weil die Mittelschule 4 Klassenräume an die Realschule abtreten soll, hatte die ÖDP die Befürchtung geäußert, dass nicht mehr genügend Raum an der Mittelschule für die Ganztagsbetreuung zur Verfügung steht. Erneut haben Unbekannte ins Postverteilerzentrum in Gankhofen, Kreis Rottal-Inn eingebrochen. Die Täter schafften einen mit einem Rollwagen einen 200 Kilo schweren Tresor ins Freie und versuchten ihn dort zu öffnen. Das gelang ihnen jedoch nicht. Die Polizei vermutet, dass die Einbrecher dabei gestört wurden, denn sie ließen den Tresor einfach stehen. Bereits im Januar war ins Postverteilerzentrum eingebrochen worden. Die Kripo vermutet einen Zusammenhang. Schleierfahnder haben bei der Kontrolle eines Linienbusses im Landkreis Deggendorf einen Drogenschmuggler festgenommen. Der 37-jährige Holländer hatte rund 400 Ecstasy-Tabletten dabei. Das Päckchen mit den Drogen hatte er in der Unterhose versteckt. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen. Weitere Nachrichten unter radio-trausnitz.de.